Das ist der Peter Lin Buggy. Wir haben jetzt Zwischenstücke gemacht, mal vorläufig aus Rundholz. Die können wir dann nachher aus Aluminium machen. Es ist einfach etwa 15 cm länger. Und das Stück wäre da rein. Es ist ja 12 mm. Und jetzt haben wir einfach einen Rückenpanzer, damit der Abstand eben wieder stimmt. Sonst bin ich dann zu weit hinten. Ich muss ja auch die Beinlänge wieder richtig haben. Und das wäre jetzt etwa richtig. Und bin aber mit den Armen nicht mehr ganz so nah bei der Regelung. Also es ist einiges besser, aber wir machen das aus Aluminium und ein bisschen länger. Hm? Der Lin-Buggy, jetzt haben wir eine schöne Verlängerung gemacht. Es hat zwar immer ein Holzstück da dazwischen, weil das ist 22 mm drin. Haben wir müssen eins drechseln, das haben wir schnell drechseln, das ist etwa so lang. Und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Länge da. Also jetzt haben wir wirklich die Länge mehr. Und auch da eine, da haben wir noch das Aluminium haben wir vom Hasler. 11 Franken und etwas für ein 25x1,5, wie es da drauf steht. Aber dafür ist jetzt wirklich alles perfekt mit der Rückenstütze und einem Tuch. Sonst ist es ziemlich hart da drauf. Okay? 27. April 2018. Wunderbar.